Für uns als Fachverband UBIT ist es besonders wichtig, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen voll und ganz auf ihren Job konzentrieren können. Und wenn einmal was passiert, was passieren kann, dann sollen sie einen Versicherungsmakler haben, der ihnen alle Arbeit abnimmt. Ich freue mich daher ganz besonders, dass wir starke Rahmenverträge abschließen konnten, die unseren Kolleginnen und Kollegen Sorgen abnehmen und der Makler nimmt ihnen die Laufarbeit ab. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg und dass Sie möglichst nie eine Versicherung in Anspruch nehmen müssen. Ich danke dem Fachverbandsobmann für die Einleitung. Ein herzliches Grüß Gott. Servus, mein Name ist Gerald Herbst. Ich bin Versicherungsmakler von E.ON Österreich. Ich bin seit 2006 zuständig für das Thema der UBIT-Versicherung. Ich darf noch einmal ganz kurz den Auftrag wiederholen, den wir hier haben. Wir sind beauftragt, für Unternehmen bis zu einem Umsatz von 500.000 Euro einen gemeinsamen Rahmenvertrag zu gestalten, sodass die einzelnen Unternehmen an eine gemeinsame starke Stimme haben und an einem Rahmenvertrag teilnehmen können, den sie für sich alleine wahrscheinlich nicht lukrieren könnten. Ich darf Ihnen heute etwas zur Haftpflichtversicherung erklären. Die Haftpflichtversicherung deckt Schadenersatzansprüche für Schäden, die Sie als versichertes Unternehmen einem Dritten zufügen. Die Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist die Feststellung eines Schadens, der Höhe nach, die Feststellung der Schadenersatzansprüche dem Grunde nach, ob sie gerechtfertigt sind. Wenn sie gerechtfertigt sind, ist das zu ersetzen, aber auch zu prüfen, ob sie eventuell ungerechtfertigt sind, denn dann hat der Versicherer eine Abwehrverpflichtung. Das bedeutet eigentlich für den Kunden im Ergebnis einen sogenannten Freihaltungsanspruch, dass einem Kunden keine Schäden erwachsen, sofern er eine Haftpflichtversicherung hat. Sie können Sachschäden verursachen, indem Sie bei einem Kunden etwas beschädigen. Sie können Personenschäden versichert haben, indem Sie einen Kunden eventuell sogar verletzen. Der größte Teil der UBIT-Versicherung bewegt sich aber im Rahmen von Vermögensschäden. Ich darf Ihnen hierfür ein paar Beispiele erklären. Vermögensschäden sind zum Beispiel, Sie haben für einen Kunden den Auftrag, Fristen einzuhalten, einen Antrag abzugeben und Sie übersehen diese Frist und dem Kunden entsteht dadurch ein Kostennachteil. Dann ist dieser Kostennachteil von der Versicherung umfasst. Oder Sie haben den Auftrag für den Kunden, Formulare zu erstellen. Für diese Formulare, Sie machen einen Fehler, es sind gesetzliche Erfordernisse nicht erfüllt, dem Kunden erwächst ein Schaden in Form einer Strafe, dann ist natürlich auch das vom Versicherungsschutz umfasst. Das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass Sie in Ihrer Gewerbeberechtigung sich bewegen, dass Sie Tätigkeiten durchführen, die von Ihrer Gewerbeberechtigung umfasst sind. Hier haben wir auch eine Klausel im Versicherungsvertrag, dass im Zweifelsfall die Wirtschaftskammer eine Aussage tätigen darf, ob das im Rahmen der Gewerbeberechtigung erfasst ist oder nicht. Das sollte auch Ihnen als Kunden im Schadenfall noch helfen. Dennoch der Aufruf, bitte bleiben Sie in Ihrer Gewerbeberechtigung. Ja, wir haben einen Gruppenvertrag gestaltet für derzeit rund 10.000 versicherte Mitglieder und Inhalt dieses Gruppenvertrags ist eine Versicherungssumme von 2,3 Millionen Euro pro Versicherungsfall. Wir haben für die gesamte Gruppe 12 Millionen pro Jahr eingekauft. Aus den vergangenen Daten wissen wir, sollte das reichen, aber man kann, wenn man möchte, sogar diese 2,3 Millionen auch für sich allein einkaufen, indem man einen Zuschlag zur Versicherungsprämie bezahlt. Die Highlights dieses Versicherungsvertrags, wir haben eine unbegrenzte Vordeckung. Das bedeutet, dass Schäden auch dann versichert sind, wenn bereits vor Versicherungsbeginn der Versicherungsfall herbeigeführt worden ist, Sie aber zu Versicherungsbeginn noch gar nicht wissen, dass etwas im Raum steht. Und wir haben eine unbegrenzte Nachdeckung. Das bedeutet, dass Schäden, die Sie während eines versicherten Zeitraums verursacht haben, wo aber im Prinzip der Schaden sich erst danach herauskristallisiert, wenn Sie zum Beispiel schon in Pension sind, auch nachträglich weiterhin vom Versicherungsschutz umfasst sind. Ich darf Ihnen jetzt eine Folie einblenden.
Sie sehen hier jetzt die Versicherungsprämien. Es ist relativ einfach zu kalkulieren. Es gibt zwei Kategorien an Prämien, je nachdem, ob Ihr Jahresumsatz des letzten Versicherungsjahres bis 350.000 Euro gelegen ist oder bis 500.000 Euro. So bewegt sich eben die Jahresprämie in der Grunddeckung bei 142,31 Euro oder 189,66 Euro. Grundsätzlich ist ein Selbstbehalt vorgesehen, den können Sie mit einem 15%igen Zuschlag wegversichern. Wichtig ist dieser Hinweis, den ich gerade gesagt habe, dass Sie mit 100% Prämienzuschlag die Versicherungssumme von 2,37.800 Millionen Euro für sich alleine buchen können, ohne auf die 12 Millionen Gesamtgruppenversicherungssumme angewiesen zu sein. Für Sachverständige gibt es noch auch die Pflichtversicherung für einen Zuschlag von 100%. So einfach lässt sich die Prämie errechnen. Und wie finden Sie diesen Versicherungsvertrag? Sie sehen jetzt links unten eingeblendet die Homepage der Wirtschaftskammer. Unter dem Begriff UBIT-Versicherung finden Sie die Rahmenvereinbarungen. Sie finden sämtlichen Vertrag im Volltext und auch den Weg, wie Sie hier den Versicherungsvertrag abschließen können. Sie geben Ihre Daten ein. Wichtig ist, dass Sie Ihre Mitgliedsnummer bei der Hand haben. Und sobald Sie hier nach sorgfältiger Prüfung auf Absenden drücken, haben Sie bereits Versicherungsschutz und erhalten binnen weniger Augenblicke auch die Versicherungspolize korrekt zugesendet. Der Versicherungsvertrag ist so günstig gestaltet, weil er ein sehr starres Produkt ist und wir viele Kosten herausgerechnet haben. Nichtsdestotrotz haben wir bei Rückfragen auch ein Team für Sie zur Verfügung. Sie sehen jetzt eingeblendet das UBIT-Team, das Ihnen zur Verfügung steht, mit dem Martin Zenzinger, der Katharina Richter, und sind auch sehr gerne persönlich für Sie erreichbar. Herzlichen Dank.